Liebe Leute, wir spielen wieder We Are Football in 2 Spieltagen Schlüsselspiel gegen Eintracht Braunschweig um den Tabellenplatz 2 und den direkten Aufstieg. Vorher Beginn eines neuen Twitch-Streams, Samstag, den 3. Juli. Und alles auch aufgezeichnet für die YouTube-Leute. Liebe Grüße an beide, an alle Gruppen, an die Twitch, den Twitch-Teil unserer WB-Community und den auf YouTube ebenfalls. Wir haben einen Lauf im Augenblick mit unseren Aalen. Es läuft richtig, richtig gut. Die YouTube-Leute, ihr werdet uns ganz freundlich gerade gegrüßt aus dem Twitch-Chat, zum Beispiel von Vidas von Nidin, der euch Rüberi-Läuf ruft. Liebe Grüße an die YouTuber, der ist charmant, ne? Mal gucken, ob ihr auch was hier drunter schreibt, was ihr dann vielleicht mal mitliest. Mal gucken. Wir beginnen jetzt nach der letzten erfolgreichen Partie. Hier boosten wir Frederik Rönne, unseren Stammtorwart. Ach übrigens, WB, also ich. Zettelchen gemacht, mal wieder ein neues Zettelchen. Das sieht so aus. Da sind diesmal so ganz komische Striche drauf. Schaut mal ganz oben. Da steht RAS Winkel. Wie das Papier funktioniert, wisst ihr, ne? Das hier oben ist der Sturm. Die oberste Zeile ist Sturm. Die Zeile in der Mitte ist Mittelfeld. Die Zeile hier ist Abwehr. Die Zeile ganz unten ist Torwart. Und die Spalte auf der Seite hier, das sind die etwas schlechteren. Die sind auf der Reservebank unter der Tribüne. Das große Mittelteil hier in der Mitte, die 4 Zeilen, das ist so die Stammbesetzung. Da habe ich jeweils alle zentralen Werte eingetragen. Also wie alt die sind, welche Grundstärke, wie die heißen. Hauptposition, Nebenposition. Manchmal sieht man so einen Pfeil, der nach oben zeigt. Guck mal hier, seht ihr den hier? Den Pfeil, der nach oben zeigt mit dem Bleistift. Der bedeutet, da erwartet uns demnächst ein Stufenaufstieg mit ein bisschen Glück. Dann wird das kein 6er, sondern ein 7er mehr sein. Bei manchen gibt es leider auch einen Stufenabstieg. Guck mal hier. Schaut, das sieht man hier unten. Das ist der linke Außenverteidiger Oskar Wendt, den wir uns gekauft haben. Der ist im Minusbereich bei der Spielstärke. Da geht es demnächst leider runter in den Keller. Dann habe ich neu, das habe ich zum ersten Mal gemacht, so ein paar komische Pfeile da oben. Schaut mal, da in der Mitte. Ich habe den in die Mitte runtergezogen, den Winkel. Warum? Weil ich mir gedacht habe, und bei Dahl habe ich das auch gemacht. Schaut mal hier, bei dem Dahl. Der ist eigentlich ein linker Mittelfeldspieler. Jetzt geht das so quer rüber. Weil ich mir die mal genauer angeschaut habe. Ach so, und die blauen, die schwarzen sind die, die wir im Augenblick haben. Und die mit blau geschriebenen, das sind die, die zu Beginn der nächsten Saison kommen. Das sind 2, unser neuer Stürmerstar vorne in der Mitte im Sturmzentrum. Und ein weiterer guter defensiver Mittelfeldspieler, der allerdings auch vielseitig verwendbar ist. Das sind die Verstärkungen für die nächste Saison. Wir werden Palionis verlieren. Es sei denn, wir verlängern den Vertrag, aber der ist 34, ich denke. Wir winken, wir sagen immer Arrivederci, viel Spaß in der Rente. Und wir werden auch Ceylan verlieren, den 36-Jährigen. Der ist auch, der könnte, eventuell verschieben wir den so gleich in die zweite Mannschaft. Der wird überhaupt nicht mehr eingesetzt. Das ist irgendwie alles sehr peinlich, ne? Und bei Winkel und bei Dahl, da habe ich so Pfeile quer rüber gemacht, weil ich mir mal angeguckt habe und aufgrund einer Tabelle, die ich habe, die bei unserem Forum gepostet worden ist und die vorher gekommen ist aus dem Forum Anstoßjünger von dem, wie heißt der nochmal, der da, wo wir so viele Infos gemobst haben, von dem Waldi, glaube ich, heißt er. Ich glaube, von dem war das. Oder Dr. Snoopy oder Faxe haben das bei uns gepostet. Ein Thread von Majorina. Lauter Leute, die sich engagieren und die Infos bei uns im Forum reinposten bei wearefootball.writingbull.de, die das Internet durchstöbern und uns Infos posten. Und im Hintergrund habe ich, manchmal gucke ich dann auf den Bildschirm, so eine Tabelle farbig markiert. Da kann ich überprüfen. Das wurde bei uns im Forum gepostet und von einer dieser Quellen halt gemobst. Da kann man dann sehen, welche der Grundskills, die unsere Leute haben, also sowas wie Schnelligkeit oder kurze Pässe oder Kreativität, was das auf den einzelnen Positionen, den Hauptpositionen wie Libero oder rechter Außenstürmer, welchen Einfluss hat das halt auf die Spielstärke, ob das ein plus 1 gibt auf die Spielstärke, wenn man da die Eigenschaft erwirbt oder ein plus 0,25 oder was auch immer. Das habe ich mir genauer angeguckt und habe festgestellt, dass jetzt 2 unserer Leute, finde ich, 2 bis 3 sogar, dass wir die umerziehen sollten. Klingt ganz schrecklich. Das klingt, als hätten wir eher ein Umerziehungslager. Aber eigentlich gehen die in unsere Trainingscamps rein. Das eine ist Philipp Winkel, das andere ist der Dahl. Der Dahl, den haben wir irgendwann mal letzte Saison, da haben wir gesagt, meine Güte, Leute, uns fehlen Leute, die wir im linken Mittelfeld und im rechten Mittelfeld einsetzen können, wirklich im Mittelfeld selber. Da haben wir links einen gekauft, rechts haben wir es nicht gemacht und die spielen nie auf den Positionen. Weil alle Aufstellungen, die wir uns definiert haben, kommen aus ohne linke, ohne Außenläufer im Mittelfeld. Wir benutzen die Außen nur im Sturm und in der Verteidigung.
Das sind halt unsere Spielsysteme. Wir haben vier zwischen den Wählen, den zwischen denen wir wählen. Manchmal machen wir so kleinere Verschiebungen und alle kommen aus ohne LM und ohne RM. Linker, Mittelfeldspieler und Rechter. Der Dahl hat halt als Hauptposition linkes Mittelfeld. Und obwohl das ein ziemlich starker ist, da hatten wir auch schon mal viel Geld geboten bekommen und hat uns entschieden, ihn zu behalten. Obwohl er ein Künstler ist, was auch cool ist, und obwohl er ein Sechser ist, der vielseitig verwendbar ist, er lernt im Augenblick ZMler. Obwohl er eigentlich ein Guter ist, setzen wir ihn selten ein. Trotz Grundstärke 6 und irgendwann demnächst Stufenaufstieg. Übrigens, guck mal, der hat ein Herzsymbol. Das heißt nicht etwa, er trägt einen Defibrillator oder einen Herzschrittmacher mit sich, sondern das ist unser Fanliebling. Nicht der Fan im Twitch-Chat, das weiß ich. Auf YouTube glaube ich auch nicht so richtig, aber das andere Publikum, das, was bei uns real vor Ort sitzt im Stadion, die lieben es, wenn Quentin Dahl kickt. Die finden das super cool. Die freuen sich über den. Für Peacemaster, danke dir fürs 5. Abo schon. Ja, danke für gern geschehen mit der guten Unterhaltung. Danke dir für deine Unterstützung an Peacemaster. Danke dir. Also, der ist eigentlich gefragt und wird viel zu selten eingesetzt. Er bekommt immer nur so kurze Einsätze. Ausgewechselt eingesetzt und meistens auf falschen Positionen. Zentrales Mittelfeld. Ich habe das mal genauer angeguckt und wisst ihr, wo der richtig cool wäre? Als defensiver Mittelfeldspieler. Und da will ich ihn nächste Saison einsetzen. Das soll der mal lernen. Der könnte als ZMler und DMler immer wechseln, nach vorne oder hinten verschoben werden. Die Hauptposition verliert dir, finde ich. Wir haben mittlerweile so einen Zähler. Wir können in Richtung ZM oder DM entwickeln. Finde ich eigentlich ganz cool. Fachsimpelt bei uns im Twitch-Chat über die Außenläufer im Mittelfeld, dass die... Ah ja, ja, okay, das ist aber... Ja, okay, danke, interessant, aber... Das, ja, jetzt muss ich das sagen, was ich gelesen habe, aber ist das sehr spezielles Wissen, das ich zu schätzen weiß, weil das vielleicht manche verwirrt. Nur so ganz kurz, die linken Läufer im Mittelfeld, da ist das schwieriger, die mit den Eigenschaften, die es drumherum gibt, die ganz doll nach oben zu pushen, weil die meisten Eigenschaften pushen die nur so ein bisschen. So könnte man das, glaube ich, verkürzt darstellen, was Faxe gerade formuliert hat. Also jetzt, was ich gerne gewusst hätte, mal gucken, ob der Twitch-Chat das weiß. Liebe Leute, Faxe und Co., gucken, ob ihr das wisst. Hier unten ist ja der Zähler, der zählt runter, wie oft er jemand auf eine andere Position eingesetzt haben und wie schnell er sich dadurch entwickelt zu einer anderen Nebenposition oder wie eine Nebenposition sich entwickelt zu einer Hauptposition. Wie funktioniert das eigentlich genau? Wenn wir zwischendurch das mal unterbrechen und ihn nicht einsetzen als ZMler, sondern doch wieder woanders, geht der Zähler wieder komplett runter. Oder bleibt er, wo er ist? Oder geht er nur ein bisschen runter? Und was ist, wenn man die Positionen wechselt? Wenn er zusätzlich noch irgendeine andere Position mal nimmt? Der Fortschritt bleibt erhalten. Weiß Faxe Bescheid. Faxe, danke dir. Das ist ja schön. Kann hier immer nur ein Fortschritt stehen oder auch mehrere? Weil ich würde ihn gerne sowohl zum ZMler machen wollen, in der Nebenposition, als auch die Nebenposition DMler vielleicht zur Hauptposition machen. Wisst ihr das? Langfristig geht es eventuell runter, wenn man ihn lange da nicht mehr einsetzt, aber kurzfristig nicht, schreibt unser Faxe. Mal gucken, was ihr dazu wisst. Also wir können das auch mal bei Trial and Error versuchen rauszubekommen. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne verschieben. Und viel wichtiger noch, einer von euren Lieblingen, Winke, unser Standardschütze, wird in kurze Schapper hier ein 7er. Der Fortschrittsbalken ist fast voll, der ist Stärke 7, der ist jetzt 6, dann wird er 7. Und wenn es klappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga, können wir den noch mitnehmen und weiter einsetzen. Mit 8ern und 9ern sind wir in der zweiten Liga besser aufgestellt, vor allem mit 8ern. Aber auch ein 7er teilweise, das geht noch, wenn wir die clever einsetzen. Und er hat ja eine ganze Reihe von Eigenschaften, hat nur rechter Außenstürmer. Ich habe mir diese ganzen Sachen mal genauer angeguckt und wie die Spielstärke beeinflussen und habe herausgefunden, dass er noch erfolgreicher wäre, wäre er ein... Ich habe mir dieses Zettelchen hier gemacht. Ich halte so gerne mein Zettelchen in die Kamera. Das ist wie B-Zettelchen zu Winke. R-A-S-H-S-O-M und habe mir angeschaut, wie die Fähigkeiten das bei ihm verändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn er statt rechter Außenstürmer eine hängende Spitze wäre, dann wäre er gleich gut von den Fähigkeiten, die er jetzt hat.
aber noch ein bisschen besser angesichts der Tatsache, wenn dass er ihn gerade Dribbling lernt. In Kurze ist Dribbling durch. Was noch viel cooler ist, wenn er zum offensiven Mittelfeldspieler würde. Wenn wir ihn nicht hier einsetzen würden auf dem Flügel, sondern ein bisschen weiter hinten, wo er passen kann, das Spiel lenken kann, wo er die Pässe in die Spitze spielen kann, dann hätte er von den Fähigkeiten, die er hat, wenn er gleich das Dribbling abgeschlossen hat, dann würde das um 0, hätte er 0,75 mehr, nee, stimmt nicht, noch mehr, doch 0,75 mehr an Grundspielstärke. Das ist viel. Das wäre fast ein ganzer Spielstärkepunkt. Das heißt, wir sollten ihn nicht vielleicht jetzt, sondern zu Beginn der neuen Saison umerziehen zum offensiven Mittelfeldspieler und dann könnten wir ihm quasi einen Spielstärkepunkt spendieren, wenn wir ihn da immer wieder einsetzen. Und nächste Saison bekommen wir die neue Spitze vorne, den Mendisch, den wir teuer eingekauft haben, den 35-Jährigen, einen Achter. Da können wir Pantovic nach rechts ziehen, da ist er auch stärker. Pantovic ist im Augenblick bei uns ein Achter. Dann ist der, kann er das voll auf den Platz bringen. Schaut man den Unterschied. Es ist auch fast ein ganzer Spielstärke-Punkt mehr, den er hier auf der Seite bringt. Also so können wir uns auch verbessern. Indem wir unsere Leute einfach anders einsetzen. Ja? Manso schreibt, danke Mansos, Vivi, der Zähler bei den Nebenpositionen bleibt, aber nur, wenn er keine anderen Nebenpositionen belegt. Dann wird der Zähler sofort zurückgesetzt, meint Mansos. Das heißt, wir müssen das super diszipliniert machen. Dann dürften wir also den Dahl bis auf Weiteres nicht nur im zentralen Mittelfeld einsetzen. Der darf niemals als DMler eingesetzt werden. Ne? Jetzt die Frage, wollen wir ihn denn zum DMler oder zum ZMler machen? Er wird wahrscheinlich den OMler hier verdrängen. Als OMler ist er auch nicht gut. Ne? Dann verdrängen wir erstmal das OMler durch den ZMler. Und wenn wir das fertig gemacht haben, dann gucken wir, was seine neue Hauptposition wird. Ja? Einverstanden? Guter Plan! Ich hoffe, das ja. Also ab jetzt wird er nur noch als ZMler eingesetzt, bis wir den Balken durch haben. Würde zuerst den DMler lernen, weil der schon Nebenposition ist. Ja, aber dann würden wir das hier verschenken, ne? Das und das bisschen, was er hier hat. Bei der LMler, da setzen wir ihn eh nie ein. Das heißt, das geht schneller, ne? Wir bekommen einen DMler zu Beginn der nächsten Saison. Das ist der hier. Das ist der Palsson, der übrigens eine witzige Kombination hat von isländischer und portugiesischer Staatsangehörigkeit. Den können wir einsetzen DM, Nebenposition ZM und IV. Den können wir immer wechseln lassen zwischen vorne und hinten, rauf und runter pendeln lassen. Wir haben ja zwei Spielsysteme, die wir oft so ein bisschen wechseln, mal zwei ZMler, mal zwei DMler und dann immer rauf und runter. Und dafür wäre der prädestiniert halt. Ne? Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir ihn DMler den Dahl lernen lassen oder ZMler? Und der nimmt nächste Saison den Stammplatz ein, denke ich mal, als DMler und der Urea, den wir auch haben, auch. Das heißt, nächste Saison brauchen wir eher noch einen weiteren ZMler, denn der Zenga, den wir im Augenblick im zentralen Mittelfeld einsetzen, das ist nur ein Sechser. Der ist im Augenblick verletzt. Der ist kurz vor dem Aufwertungsbalken, dann wäre es ein Siebener. Was wir nicht wissen, ist, ob die lange Verletzung, die er hat hier, der hat einen Jochbeinbruch, ob das nicht dazu führt, dass er hier deutlich Punkte verliert. Könnte sein, weiß man nicht. Ne? Man kann alles begründen. Hättet ihr gerne erstmal als DMler oder als ZMler den Dahl? Schreibt mal rein in den Chat. Was wäre euch lieber? Sollen wir aus ihm erstmal die Hauptposition DMler machen? LM wird nie eingesetzt oder sollen wir den kleinen Beginn vom Fortschrittsbalken nutzen, den durchziehen, bis er statt OMZM ist? Chat ist sich genauso uneins wie ich mir mit mir selber. Vielen Dank. Knappe Mehrheit für ZMler. Jetzt kommen die DMler. ZM liegt knapp vorne. Ja, DM sind wir in der nächsten Saison überragend gut besetzt. Machen wir mal ZM. Also ich glaube, meine eigene Begründung, dass der Zenga, ne? Also wir machen mal aus dem wir ziehen den ZMler-Balken hier durch. Das ist auch, macht auch deshalb eher Sinn, weil wir ja im Augenblick in der Liga noch sehr gut sind und etwas offensiver spielen. Das heißt, wir werden eher spielen in den nächsten Spielen mit zwei ZMlern als mit zwei DMlern. Und der DMler-Platz ist ja schon besetzt. Das reicht als Begründung schon aus. Wir machen aus ihm einen ZMler. Jetzt habe ich mich selbst schon mal überzeugt. So, das sind die Pläne von uns. Dann gucken wir uns mal an, wie es bei uns aussieht. Büroauslastung, sehr fein. Das kann sich sehen lassen.
cool, wie viele Leute gerade schon hier reinkommen am Samstagabend. Liebe Grüße an euch alle auf Twitch und auf YouTube nachher. Liebe Grüße. Viele Leute da am frühen Samstagabend. Wenn so viele Leute früh da sind, das weist darauf hin, dass es hier rappelvoll werden könnte im Laufe dieses Samstagabends. Das finde ich sehr cool, das gefällt mir. Wir checken mal bei den Fanlieblingen. Den schicken wir einen Spieler rüber. Elvedi können wir rüberschicken. Beschenke nochmal die Fanclubs. Machen eine Weiterbildung. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich diese Erschöpftheitskurve einfach komplett ignoriere. Weil wir wollen ja aktiv spielen. Wir führen zum Beispiel viele Gespräche mit unseren Spielern. Jedes Mal sind 2 Stunden weg. 2 Stunden! Ich glaube, normale persönliche Gespräche auf dem Trainingsplatz, wenn man jemand sagen will, hey, hast gut gespielt, dann geht man zu dem hin oder winkt hin zu einer ran, hey, pff, komm mal rüber. Steht man neben dem, nimmt den kurz in den Arm, guckt ihm tief in die Augen und sagt, hör mal, gutes Spiel letztes Mal. Ja, Trainer, danke. 20 Sekunden mit hin und zurücklaufen, 1 Minute maximal. Hier dauert das 2 Stunden. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin zwar selber verquatscht, aber ich glaube nicht, als Trainer werde ich, glaube ich, nicht ganz so verquatscht. Und jedes Mal 2 Stunden futsch und ich habe mir das abgeschminkt, dass ich hier aus der Wochenbelastung rauskomme. Kann ich knicken, wird nicht passieren. Dann scouten, dann würde ich gerne noch das Netzwerk mir mit euch nochmal angucken. Mittlerweile in Österreich, in der Schweiz und in England Grundkenntnisse. Und wir hatten uns überlegt, letztes Mal, ich hatte ja so eine Tendenz dazu, so die kleinen Märkte drumherum zu nehmen, wie Niederlande, Dänemark. Da hat aber irgendeiner von euch auf Twitch gepostet eben WB, also nicht eben, sondern gestern war das, glaube ich, nimm lieber die großen Märkte, da sind mehr Spieler drin. Die großen Ligen mit mehr Vereinen, da kannst du mehr Leute, dann erfährst du mehr Wissen über mehr Menschen. Das fand ich eine coole Argumentation. Sollen wir das machen? Dass wir die vier hier, also die hier zu füllen mit Schweiz, England ist eine große Nation, dann hier mit Österreich und so weiter, das finde ich nachvollziehbar, das sind die Nachbarländer, die deutschsprachigen. Und den Rest füllen wir jetzt mit großen Ländern. Was könnte das sein? Wo sind viele Ligen? Was ist naheliegend? Frankreich, ne? Frankreich, England haben wir schon, Spanien? Meint ihr, viele Spanier wollen unbedingt in Aalen spielen? Spanien, Frankreich, England ist schon drin, Italien, Brasilien, Leute aus Südamerika uns holen. Ein paar Brasilianer holen, wäre da auch cool. Ja, ne? Brasilianer, fände ich total klasse. Jetzt hätte ich gerne gewusst, ich spiele ja hier mit der Bundesliga-Edition, mit der offiziellen, wie viele Ligen, die überhaupt hier nachgebildet werden aus Brasilien. Kann man das hier irgendwo sehen? Statistik, Kontinent, nee, Ligasaison, Spieltage, Europa, Südamerika, Land international, was? Gar nichts? Hier wird gar nichts dargestellt? Keine Daten? Wieso denn keine Daten? Die werden anscheinend gar nicht simuliert. Das ist ja schade. Und wo kann man die Vereine sehen oder wie viele Spieler es da gibt? Keine Torschützenkönige. Wisst ihr was? Wir checken mal im Scouten einfach nach. Bei Spieler scouten. Lass uns mal anzeigen, wie viele Leute da auftauchen. Das geht, glaube ich, hier mit Staatsangehörigkeit. Oder kann man die einstellen? Nee, doch. Geht. Dann schauen wir hier mal nach Brasilien. Alle Spieler in Brasilien. Dann sehen wir die Auswahl. Erste Liga von Brasilien wird nur simuliert. Das ist natürlich wenig. 100, 200 Spieler ist der Pool. Nur die erste Liga wird simuliert aus Brasilien. Okay. Dann checken wir mal, wie viel es ist in China. Auch nur eine Liga. 270 Spieler. Das ist, glaube ich, so kann man rauskriegen, wie groß der Pool ist. In Frankreich sind es über 1000. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da wollen wir hin. Dann schauen wir mal nach, wie es in Spanien ist. Wie viel ist in der Schweiz? 500, das ist cool. Dann ist das ja relativ doch groß. Da haben wir viel Zugriff drauf. In Österreich über 600, fein. Wie viele sind es in Deutschland? Jetzt bin ich sehr gespannt. 4600, die meisten sind in Deutschland. Dann simulieren wir, dann gucken wir einmal, wie das mit Spanien aussieht. Auch vierstellig. Dann checken wir einmal. Frankreich ist vierstellig. England ist
Sand sind über 3000. Okay, das ist England auf jeden Fall weitermachen. Damit müssen die vielen Ligen runtergehen. Dann noch Spanien und Frankreich. Und eine weitere können wir uns noch nehmen. Was wäre eine weitere, wo viele sind? Türkei, 567. Wo könnten sonst noch viele sein? Was, in den USA vielleicht? Gut, 200 nur. Wo könnten noch viele sein? Russland, 400. Portugal, 400. Niederlande, 400. Luxemburg, 200 immerhin. Dänemark, 300, das ist ja lächerlich. Belgien, 400. Argentinien, 200 nur. Krass. Brasilien auch nur 200, dann werden wir da mal nicht scouten. Wir wollen ja einen großen Pool haben. Dann nehmen wir erstmal die drei, die ich gerade genannt habe, ne? Also Frankreich, Spanien und Italien. Die nehmen wir mal dazu. Das heißt, wir gehen hier hin und scouten jetzt bei Spielermarkt sondieren. Ich habe auch mit dem Häkchen mal operiert hier mit automatisch, aber ich bin mal, da ist mir das Feedback, das das Spiel ausgibt, nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob das dann auch immer so klappt und ob das auch mit zwei verschiedenen geht, wenn man zwei parallel scoutet. Das wird, ist mir irgendwie nicht ganz klar. Einmal Spanien. Dann machen wir das gleiche parallel mit Frankreich. Die müssten auch auftauchen. Die beiden schon mal, ne? Und dann könnten wir noch einen verbessern. Ach, wir machen zwei, wollen sich übertreiben. Wir machen über zwei. Ist ja irgendwie sonst doof, ne? Und dann sollten wir hier unser Netzwerk ausbauen können, allmählich. Dann füllen wir hier diese Lücken. So, dann. Fanclubs haben wir gemacht. Verletzt Erik Zenger. Mit dem müssen wir ein Gespräch führen. Ihn mal besuchen und ihm gute Besserung wünschen. Letztes Spiel. Alle wirken sehr zufrieden. Mal einen, mit dem wir noch nicht so oft gesprochen haben. Fabian ist nicht mehr so zufrieden. Form 10 und Note geht. Dann würden wir ihn mal für die Note loben. Und einen weiteren noch, den wir mal loben wollen oder tadeln. Paljonis Vertrag läuft aus. Pantovic ist zufrieden. Der ist verletzt. Das ist der Zufriedenheitsbalken. Christian Fiet. Form 10, den können wir für die Form loben. Alles klar? So, eins weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Chat, freut man sich. Das Ganze wird ja parallel an einem EM-Spieltag hier gestreamt auf Twitch über das auch bei der EM Dänemark gewonnen hat, 2-1, anscheinend viele Dänemark-Fans. Viertelfinale war das, ne? Oder habe ich irgendwas durcheinander? Viertelfinale, ne? Viertelfinale 2-1 Dänemark gegen Tschechien. So, tut mir sehr leid, Quotenchinese, aber das ist nicht so cool. Bitte mal den Beitrag löschen von unserem Black Panther und bitte, danke, ja, hör mal, wir bannen dich jetzt nicht, aber guck mal, was ich ja mache, lieber Quotenchinese, ne? Erstens mal finanziere ich hier meine Inseln halt als Twitch-Streamer, damit ich hier die Twitch-Streams kostenlos anbiete, damit, dass ich ja, Angebote auftue, wie Gutscheincodes für Spiels und hier bewerbe. Und zum Zweiten, die Firma, die du genannt hast, die hat echt. Die kann ich keinem empfehlen. Absolut keinem kann ich die empfehlen. Das ist grauer Markt. Das ist eine Firma, wenn man da schon Spiele einkauft, bescheißt man die Entwickler. Kann man nicht anders formulieren. Es gibt haufenweise Spielefirmen auf dem grauen Markt, die ihre Spiele nicht direkt von den Herstellern kaufen. Und die von dir genannte, sehr bekannte, gehört dazu. Es ist kein Problem, Spiele für ein Apple und ein Ei im Internet zu bekommen, auch dort. Aber das ist keine seriöse Quelle. Das ist kein Problem, sich die irgendwo. Du kannst auch viele Sachen, du kannst auch eine Rolex kaufen um die Ecke.
irgendwie in der Fußgängerzone um die Ecke. Das ist möglich. Zumindest eine, die aussieht wie eine Rolex, aber die ist sicher nicht bei Rolex gekauft oder was auch immer. Und wenn wir Spiele haben wollen, made in Germany, Spiele hier von deutschen Entwicklern in dem Fall. Ne, das ist eine deutsche Firma, die sitzen bei mir in Köln, die sitzen bei mir in meinem Stadtteil, in Köln-Ehrenfeld. Wenn ich da hingucke, ohne Scheiß, ich gucke aus dem Fenster, Arbeitszimmer, Hinterhof, die sitzen da in die Richtung, zwei U-Bahn-Stationen weiter in die Ecke und da sitzt die Firma. Da sitzen Gerald Kühler, Köhler und sein Team in meinem Stadtviertel und machen das Spiel. Made in Germany mit hier, alles hier selber gemacht. Toller deutscher Fansupport, die kommen bei uns hin, die quatschen mit uns auf Deutsch. Deutsch, dieses Spiel wird in Deutsch hergestellt. Das finde ich super gut und ich finde es mal, ganz abgesehen davon, wo ich mitverdiene und nicht, einfach, man sollte Spiele wirklich nur kaufen bei Firmen, die wirklich direkt ihre Keys kaufen von diesen Herstellern. Weil man darf sich nicht beschweren, warum gibt es keine coolen Spiele, die in Deutschland gemacht werden? Warum gibt es keinen coolen Fansupport? Warum bekomme ich auf meine Anfragen bei Spieleherstellern nicht sofort irgendwie Feedback? Hier bekommt er das alles, aber dann muss man deren Arbeit auch unterstützen und deshalb solche Firmen nicht. Tut mir leid. So, und jetzt bitte mal den auch, jetzt kannst du den auch bannen, lieber, weil wiederholen ist Quatsch, ich habe es gerade erklärt. Nee, das sind zwei verschiedene. Also Leute, was macht ihr denn gerade? Lasst doch, hört doch mal auf, diese Namen zu posten. Seid ihr mit mir anderer Meinung? Seid ihr der Meinung, man sollte Entwickler bescheißen oder was? Sowas macht mich echt stinksauer. Sowas macht mich echt sauer. Sowas fuchst mich an. Es gibt haufenweise andere Influencer, Streamer und YouTube und Macher und Content Creators, die bewerben dick und fett. Die bekommen ihre Spiele umsonst von den Herstellern, als so wie ich auch, und blenden dann bei ihren Streams die Logos ein und die Firmennamen von den Firmen, wo man weiß, die bescheißen die Hersteller. Die kaufen ihre Keys in irgendwelchen Billigzonen auf in Russland oder in China oder die haben ihre Spielefirmen, die sitzen irgendwo im Ausland, wo keine Umsatzsteuer bezahlt wird oder wo irgendwo in den Supermärkten, in den Einkaufszentren, da werden die Spielepackungen hingeliefert in Russland oder so, die werden aufgerissen, da werden die Keys rausgeschrieben per Hand oder werden in eine Excel-Tabelle eingeladen und die Packung wird weggeschmissen. Solche Firmen sind das, da habe ich echt keinen Bock drauf. Und sowas macht mich echt fuchsteufelswild, macht mich echt sauer. Ich weiß, viele wissen das nicht genau, aber ich erkläre es auch oft und man kann sich darüber informieren. Das ist möglich, ne? So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Fahrt geredet. Entschuldige bitte, aber manchmal, was macht mich sauer. So, danke an Neolution und an Jodokus für eure Abos. Fürs 6. Abo und für Jodokus ans 8. Danke euch beiden und auch hey Ranger Area und alle anderen. Und danke für die freundlichen Kommentare. Schön, dass so viele das so ähnlich sehen. Natürlich kann man Games außerhalb von Steam kaufen. Du kannst sie auch bei Steam kaufen oder bei GOG oder wie auch immer. Ihr müsst die jetzt nicht hier kaufen, aber das ist eine von den seriösen Alternativen. Das ist Games Planet. Das ist eine Firma, die kauft beim Hersteller die Steam Keys und die können die, die bekommen die deshalb von denen, weil die auch für die machen eine Gegenleistung für die Firmen. Die anderen zum Beispiel machen die Marketing für die. Die sorgen dafür, dass die Spiele selber pushen und verkaufen die Keys etwas billiger. Ich habe einen Community-Gutscheincode, da kann man die dann halt kaufen. Aber Games Planet ist ein direkter Kooperationspartner von Steam. Ihr könnt auch woanders kaufen. Hauptsache bei irgendeiner Firma, wo drin steht autorisierter Vertragspartner oder bei Steam direkt. Aber nicht in diesen Wald- und Wiesen-Firmen, ne? Also nicht irgendwie hinterm Bahnhof bei irgendjemandem, der da steht und sagt, hey, gutes Zeug, nicht gestreckt, willst du haben? Also da würde ich nicht machen. Aber das muss man nicht hier, aber das ist eine Option, kann man da kaufen. Links wurden gerade gepostet. Vielen lieben Dank auch nochmal an Black Panther. So, jetzt habe ich aber genug, komm. Jetzt habe ich mich genug. Sowas macht mich echt, sowas da will ich echt fixe. Ich kann ja keine Negativliste runterrattern, Inspektor Columbo, die ist zu lang. Die ist zu lang. Es gibt, du kannst sagen, von den Firmen, entschuldigt liebe YouTuber, dass ich hier einen Exkurs mache, aber vielleicht gibt es bei euch auch Leute, die das interessieren. Es ist ganz simpel, wenn man auf die Webseite der Shops drauf geht, wenn da wirklich explizit draufsteht, explizit, ausdrücklich, wir kaufen direkt bei dem Hersteller oder wir sind autorisierter Vertragspartner, dann ist alles cool. Wenn ihr dagegen nur so Wischiwaschi-Sachen reinschreiben wie, wir sind seriös, oder dann werden so Kommentare von aufgelistet von Kunden oder von angeblichen Kunden, da steht dann drin, ja, die sind seriös, alles lief glatt, als ich da gedealt habe. Es klappte, meine Keys wurden tatsächlich angenommen, ich bin zufrieden. Ne? Also die Hauptsache ist, wenn da drin steht, wir kaufen autorisierte Vertragspartner, autorisierte Vertragshändler, wir kaufen direkt vom Hersteller. Ne? So, jetzt machen wir mal ein bisschen weiter.
So Leute, jetzt machen wir auch wirklich weiter. Entschuldigt, ich weiß, das interessiert nicht alle, aber ich reg mich bei dem Thema immer so auf. Tut mir leid, ich reg mich immer auf dabei. Hey Rollingson, das ist so lieb, danke dir. Rollingson freut sich, dass wir es zum Thema gemacht haben und verschenkt ein Abo an Advelakt. Hallo Advelakt, du wurdest beschenkt von Rollingson. Und danke an Miasmata. Hi Miasmata, ich mache weiter. Miasmata, danke für ein halbes Jahr Treue hier. So, jetzt machen wir auch weiter, Leute. Ja, ich reg mich auch immer so, ich reg mich auch immer so auf bei anderen Streamern, wenn ich das sehe, dass sie dann halt Firmen pushen. Die sieht man dann da, wo die verdienen auch teilweise mehr Geld bei diesen anderen Firmen als ich bei Games Planet. Ich kenne, teilweise steht da offen drin auf deren Webseiten, wie viel Prozente man bekommt und so. Also es wäre durchaus möglich, mehr Geld zu verdienen, wenn man mit anderen Shops zusammenarbeitet, die halt dieser krummeren Geschichten machen. Das mache ich bewusst nicht, weil ich weiß, hier, ich kann jedem, ich arbeite ganz viel mit Entwicklern zusammen, ne? Die sind ja ganz oft bei uns zu Gast. Haufenweise haben ganz oft die, das erste Mal wurde das Spiel XY gestreamt bei WB, heißt es ganz oft. We Are Football, wo gab es das erste Mal Live-Gameplay zu sehen? Bei uns. Da war der Gerald Köhler zu Gast, da hat er das erstmals gezeigt, ne? Und wenn ich halt weiß, ich arbeite nicht mit so einem kruden Shop zusammen, sondern mit einem, wo ich die Entwickler, wo ich denen in die Augen gucken kann, sagen kann, hier, ihr könnt vorbeikommen, ich bescheiß euch nicht, das ist ein gutes Gefühl. Und ich kann auch, während die Entwickler im Stream sind, sagen, hier, Leute, das ist meine Empfehlung, Games Planet, die arbeiten mit euch zusammen, ohne dass sie dir vor Wut rot anlaufen, die Entwickler, die bei Kamera eingeblendet werden, sondern die wissen, das ist koscher, das ist mir echt was wert. Ob ich dann woanders jetzt ein paar Euro mehr oder weniger verdiene, das ist mir echt nicht so wichtig im Vergleich dazu. Oh Gott, jetzt habe ich euch 10 Minuten zugetextet. Pardon, Arsch. Ich hoffe, das gibt keinen Shitstorm auf YouTube. Wir machen mal weiter, Leute. Also das ist die Aufstellung hier. Wir machen mal einfach eins weiter, bevor ich mich noch mehr hier in irgendwas reinsteigere. Mitarbeiter, alles gut. Das ist auch alles gut. Eins weiter. So. Klaron, danke dir fürs dritte Abo. Danke dir. Mansus, ey, du bist aber großzügig. Lieben Dank an unseren Mansus. 5 Abos gerade verschenkt. Mansus, das gilt dir. Unter anderem an Fly Phoenix, an McCoy, an Too Shorty, an Don Julian und an Netrox. Danke, Mansus. Lieben Dank von WB. Sehr großzügig. Kaderplaner. Ja, ich bin mit der Funktion Kaderplaner noch nicht wirklich warm geworden. Die muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Ich denke, es geht auch so. Das ist das Spiel bei Bosporus München. Übernächstes Spiel ist ein Schlüsselspiel um den Aufstieg. Bei Braunschweig, Drittplatzierter, wir gegen den Zweitplatzierten. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir ein bisschen Kraft sparen. Wir holen uns wieder die Woche vom letzten Mal. Die nehmen wir immer als Vorlage und verändern wir nur Details. Wir hatten eine extrem gute Erfahrung gemacht zuletzt, Leute, mit Torschusstraining. Es hat super gut geklappt, auch die Ecken, die wir trainiert haben zuletzt. Wir hatten ja angefangen, Eckenrückraum und kurz zu trainieren. Wir haben sofort die Erfolge gesehen auf dem Platz. Das fand ich total cool. Das hat mir eine riesen Freude gemacht. Das machen wir jetzt wieder. Hier ist Frische. Diese Sachen hier, individuelle Fähigkeiten, Angriffe Mitte, Angriffe Außen, schnelles Umschaltspiel, pipapo. Das ist dafür gedacht, dass wir die Spielphilosophien pushen. Erkläre ich alle paar Stunden mal, gestern mehrfach, erkläre ich jetzt mal nicht. Also das sind gut für die drei Spielphilosophien, die wir uns ausgesucht haben, die wir gut trainiert haben, für den Ballbesitzfußball und für das abgesicherte Aufbauspiel, heißt das, glaube ich, und für irgendwas anderes noch. Ich habe es mal aufgeschrieben. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel für den Ballbesitzfußball und für den direkten Angriffsfußball. Dafür sind das gute Trainingseinheiten, die wir machen. Und die wir hier unten einstellen, das ist die, die wir in dieser Woche bewusst am meisten pushen. Und diese sind alle auf grün schon. Die sind alle auf grün. Dann pushen wir mal den Ballbesitzfußball, weil das ist unsere Allrounder-Sache. Dann kann man alles machen. Defensiv, offensiv, hilft in allen Lebenslagen. Finde ich ganz gut. Das bleibt hier. Ich würde gerne... Ein paar unserer Leute haben leichte Konditionsprobleme. Wir gehen hier bei dieser Einheit, die viel Kondition bringt, Rondo-Varianten, sogar nochmal eins höher bei der Belastung. Wir packen das aber hier rein. Die brauchen 3 Tage, damit das abgebaut ist. Genau, wir machen hier das schnelle Umschaltspiel hin. Und hier die Rondo-Geschichten. Ach komm.
Danke. Lieben Dank nochmal. Diesmal an den Heimberger King. Liebe Grüße an dich, Heimberger King. Danke dir ganz herzlich. 5 Abos verschenkt an Vulpes Bertoni, an Rixen, den Major West und Halloween. Liebe Grüße. Danke, Heimberger King. Weitermachen. Bei dir sollte man mal eine Homestory machen. Sieht wahrscheinlich alles tipptopp aus. So. Torabschlüsse sind drin, Distanzschüsse. Was wollen wir von da unten noch ein bisschen pushen? Wir wollten die Freistöße noch mal pushen. Da gibt es da unten keinen Zähler, aber das hilft auch. Die haben wir lange nicht mehr wirklich gut trainiert. Nochmal Freistöße. Torabschlüsse nicht so oft. Es gibt ja die Faustregel, die wir gelesen haben. In der Regel einmal pro Woche und nicht mehr als 5-mal eine Einheit in 3 Wochen. Und nicht mehr als 3-mal eine Einheit in einer Woche. Das alles berücksichtigen. Torabschlüsse hatten wir zuletzt sehr oft. Das machen wir auch zum Beispiel nicht dauerhaft 2-mal die individuellen Fähigkeiten. Freistöße hatten wir, glaube ich, noch niemals doppelt. Das kann man hier problemlos machen. Hier ist Anreise. Aktive Erholung schenken wir uns. Das sollte so eigentlich klappen. Das überzeugt mich ganz gut. Dann gehen wir eins weiter. Fitness Hilt. Für die Reservisten, für das volle Training. Ja, das können wir, glaube ich, auch machen. Danke an Hannibal. Hey Hannibal, Alpen überquert. Herzlich willkommen in Italien. 5 Monate abonniert. Danke an dich. Viel Spaß bei der Belagerung von Rom. Eins weiter. Ein Managerpunkt für uns. Fabian wollten wir loben dafür, dass er so top in Form ist. Mehr als 10 geht nicht. Fabian freut sich. Christian, ebenso. Topform, Formwert 10. Einmal loben bitte. Oh, Feed will nicht mehr gelobt werden. Oh Gott, das merke ich mir nie. Ich glaube, Dahl wollte nicht. Feed hat mir eben schon letztes Mal, glaube ich, zu viel gelobt. Peinlich. Ferdinand Bäumler hat jetzt die Ballgewinne gelernt. Der spielt bei uns in der Genau und ist in seinem Aufwertungszähler. Allerdings nicht sehr weit. Der hat echt auch aus was sich gemacht. Der paddelt trotzdem zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft. Und ich fürchte, wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte, wird der nächste Saison wieder in der zweiten Mannschaft sein. Vertrag läuft auch nicht mehr lange. Hoppla, warum kann ich denn ihn nicht aufrufen? Seine Seite? Geht nicht. Echt nicht? Warum geht das denn nicht? Was noch mit ihm? Einwürfe weg oder rauf zur Ballbehauptung. Bäumler, Stürmer und rechte Außenverteidiger. Was ist das da unten? Kreativität. Dann checke ich mal bei der Ballbehauptung in der Liste, ob das hilft bei Stürmern und bei rechten Außenverteidigern, ob er dadurch besser wird und wie viel. Und das macht tatsächlich einen Spieler auf den Positionen deutlich besser. Dann machen wir Ballbehauptung 2. Dann Erik Zenger. Ah ne, der war verletzt. Gute Besserung. Erik, Jochbeinbruch, fiese Geschichte. Ich hoffe, du stehst bald wieder auf dem Platz. Mannschaft braucht dich, Trainer auch, Erik. Freut sich. Vielleicht geht es nach München. Um die Ecke. Anderes Bundesland. Von Bavü nach Bayern. Fanclubs freuen sich und haben uns noch lieber als zuvor. So, Bosporus München. Dritter, Tabellenletzter. Letzte Partien wurden fast alle vergeigt. Die sollten sehr verunsichert sein. Unten steht übrigens in der Mitte, wie wir im Augenblick platziert sind. 77 Stärke, wir die 56. Wir könnten auch ein paar Leute schonen für die nächste Partie, die sehr wichtig ist. Also Leute auch früh rausnehmen. Aber wichtiger ist natürlich, wir müssen unbedingt die Partie auch gewinnen, sonst nutzt uns der Sieg im Spitzenspiel gar nichts. Wir haben einen Stürmer. Die werden sehr defensiv spielen, jede Wette. Haben hier eine schwache Seite. Zweikampfschwach. Den attackieren wir, den Günther Konrad. Wir gehen vielleicht auch mehr über die rechte Seite drauf.
So, dann haben wir im Augenblick zwei Torwarter auf der Bank. Das ist einer zu viel. Dann checken wir nochmal die Spieler. Das ist die erste Mannschaft. Das ist also auch die Stammbesetzung. Das ist die offensive Variante. Spieler stehen alle an der richtigen Stelle. Oh, guck mal, fit. Oh Gott, ist das hier niedrig. Warum ist das so niedrig? Weil die frische Werte jetzt schon zu gering sind. Das ist, wir hatten ausnahmsweise mal verzichtet auf das sich ausruhen. Bevor wir, haben wir einmal weggenommen und schon merkt man das bei den frischen Werten. Gut zu wissen. Das sollte auf jeden Fall einmal dabei sein. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses aktive Auslaufen oder sich irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Einmal nicht gemacht, schon 10 frische Punkte weniger. Krass. Gut, das jetzt zu wissen. Gut zu wissen. Aktive Erholung. Danke, David. Danke dir. Toni Leistner. Kondition ist etwas besser geworden. Philipp Winkel. Wird besser. Auch schon wieder. Was macht ihr denn hier? Lothar Matthäus. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße an unseren Lothar. Lothar Matthäus. Vielen Dank an dich. Für die 5 Abos. Danke an dich. Hallo Lothar. 5 Abos verschenkt an Passorygon, an Xix, oh Gott, Locht, an Locht, ne? Hallo Locht, an Arkantos, an Bayer Kev und an Simon, thesimon.net. Liebe Grüße an die 5, danke an dich, an Lothar Matthäus. Welche Ehre, echter Oldie hier. Finde ich sehr cool. Danke. Wir machen hier mal weiter. Pantovic. Wir lassen alle rein. Wir merken uns einfach ein paar Nehmer etwas später rein. Ein bisschen früher raus. So. Black Panther, danke fürs Cheeren, Matze. So können wir eigentlich antreten. Das ist die beste, das sind unsere besten Leute. Wir können den Dahlzähler voll machen, indem wir ihn jetzt im zentralen Mittelfeld einsetzen. Bei dem Spiel kann man das machen. Und zum Beispiel den Fabian Schnellhardt erst später bringen. Das wäre eine Option. So können wir das machen. Das können wir uns leisten. Dann geht dessen ZM-Ticker eins weiter rauf. Alles klar? Und wir greifen an, Günther Konrad und der Torwart, der ist nicht so gut, da können wir uns auch mal notfalls angesichts der massierten Verteidigung ein paar Distanzschüsse erlauben. Pantovic hat kein Trainingsziel eingestellt, ja, das ist Absicht, weil der schon durch ist. Der kann nicht mehr trainieren, das gilt auch für Elvedi. Elvedi hat deshalb hier nichts eingestellt. Hat sich komplett entwickelt. Pantovic hat sich auch komplett durchentwickelt. Mehr geht nicht. Er war nur untere Talentstufe. Und dann meinte ihr, bei Winkel ist er auch nichts. Da ist was. Da ist Dribbling. So, dann wollten wir über die Flügel gehen. Und etwas mehr über rechts dabei. Fußball neutral, Pressing periodisch. Bleibt so, Distanzschüsse, Dribblings, alles okay. Winkel als offensiven Mittelfeldspieler stellen mache ich jetzt nicht, Itzraman. Ich weiß, ich habe eben das erzählt und ich will das auch machen, dass der dieses offensive Mittelfeld lernt, aber er ist in einer neuen Saison. Im Augenblick brauchen wir den nach rechts. Nächste Saison haben wir den Stürmer, den Mendisch in der Mitte. Dann kann Pantovic nach rechts gehen und dann Winkel in die Mitte, aber das können wir jetzt noch nicht machen. Im Armin brauchen wir den nach rechts. Den attackieren wir. Rest bleibt, das sparen wir uns für andere Partien. In der Mitte ist Sovron als hängende Spitze, aber wir brauchen noch einen Außenfall. Aber wir haben noch keinen OMler. Ist massiv vorne. 11 Meter, Scheibenkleister.
aus dem Nichts. Boah, die sind drückend überlegen. Die sind drückend überlegen. Das ist der Anfangssturm. Vielleicht verpufft er. Wir nehmen den mal ein bisschen Fahrt aus dem Segel, indem wir ins abgesicherte, ruhige Aufbauspiel wechseln. Pressing sparen wir auch ein bisschen Kraft für später. Und versuchen, die mal auszubremsen. Es könnte ein Schiri sein, der viel pfeift. Vielleicht auch viel gegen die Gastmannschaft. Deshalb gehen wir beim Risiko runter. Und jetzt machen wir weiter. Ja, die haben drückend viel Ballbesitz. Wir bremsen die Partie aus. Wir streuen Sand ins Getriebe der Partie. Zweite Hälfte kommen wir. Oder jetzt geht das mit dem Ball. Jetzt wird der Ballbesitz besser. Nein, guck mal, hier wird ein Tor angezeigt. 1:1. Torschütze Quentin Dahl. Wollen wir die Szene denn nicht gesehen? Warum wurde uns die Szene nicht angezeigt? Hier steht's. 1:1. Torschütze Quentin Dahl. Ohne Szene. Back! 1:1, ja! Das ist ja verrückt. So, jetzt gehen wir ein bisschen wieder raus von defensiv in vorsichtig defensiv. Jetzt sind wir am Drücker. Guck mal, die Tore fallen, ohne dass wir was sehen. Die Zähne sind aktiviert, das ist ein Bug. Uns werden die Zähne nicht angezeigt. Letztes Tor für die. Wir nehmen hier wieder etwas raus. Das tut mir leid, kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, wodurch das geschieht. Das war doof. Das ist uns noch nie passiert. Jetzt 2:2. Winkler hat ausgeglichen. Das haben wir noch nie gehabt. Buck hattest du auch schon mal, B-Specs. Ja, jetzt steht 2:2 bei uns. Das war ärgerlich hier. Zu viele Tore. Viel zu viele Tore. Wir erhöhen wieder das Pressing. Wir machen weiter mit abgesicherten Aufbauspielen. Wir lassen ansonsten, wie es ist. Wir können nur hoffen, dass es was klappt. Na, also wir arbeiten vorsichtig weiter. Wir arbeiten mit defensiv. Wir erhöhen leicht das Pressing. Können wir uns leisten, denn hier sparen wir Kraft. Gehen weiter über die Flügel. Wir können auch ein bisschen die Flügel verändern. Wobei er hier... Ja, wir gehen mal über beide Flügel. Jetzt wird das Dribbling wieder runtergestellt. Das ist ja auch ein Bug. Und wir tauschen noch nicht aus. Noch lassen wir alles weiterlaufen. Wen loben wir? Wen tarnen wir? Urea spielte ganz gut, finde ich. Du spielst sehr gut. Als 2:0 kann man sagen, du spielst super. Die anderen würde ich erstmal so lassen. Da weiß man nicht, lobt man, tadelt man, was macht man. Jetzt machen wir so weiter. Er fand seine Leistung nicht so toll, wie wir das gesagt hatten. Ballbesitz ausgeglichen. 2:3, Tor für uns. Miloš Pantovic hat ein Tor gemacht. 59. Wir könnten Schnellharte bringen für Dahl, das zentrale Mittelfeld verstärken. Und dann in der Mitte Leistner, der baut ja, nee, der hat genug Kondition. Red Scavenger, danke dir für 17. Abo. Liebe Grüße an dich, Red Scavenger. Dann gelb-rote Karte bei denen. Ja, der linke Flügel. Habe ich komplett übersehen. Linke Flügel ist leer. Das nutzen wir. Dann gehen wir rein mit... Über den linken Flügel ab jetzt, genau. Wir gehen über den linken Flügel, rücken wir vor.
Nehmen Faller noch mehr nach vorne. Das nutzen wir. Hier rüber geht's jetzt. Pressing. Wir wechseln auf den Ballbesitzfußball und auf neutral. Wir wollen jetzt ein Tor erzwingen. Bleiben wir relativ hoch im Pressing. Ein Wechsel war da. Fabian Schnellhardt ist jetzt drin. Winkel auf rechts hat starke Probleme. Für ihn könnten wir nachher das ist ein Konditionsproblem, kein Problem mit der Frische. Spieldauer geht nur auf Frische, nicht auf Kondition. Ich würde es noch so lassen. Noch lassen wir es so. Rest bleibt hier. Und eins weiter. Zwei, vier. Ach, wie doof, ne? Elvedi hat ein Tor gemacht. Vorlage Philipp Winkel. Wir machen weiter. Wir geben jetzt noch nicht nach. 62. Minute. 2-5 für Sovran. Jetzt gehen wir nochmal rein in die Auswechslung. Ja, linke Seite ist komplett leer. Welche Minute haben wir? Wir haben die 69. Dann können wir den Torwart nochmal reinnehmen, um den Erfahrungspunkte sammeln zu lassen. Überhaupt, jetzt nehmen wir ein paar raus. Wir nehmen den Ora hier, um den Philipp Winkel zu pushen hier rein. Dann muss der Toni Leistner raus. Da kommt Palionis rein. Oder wir nehmen Elvedi wieder in die Mitte und machen rechts einen anderen Rechtsverteidiger rein. Es könnte Jeck sein. So. So kann man das machen. Da können wir noch einen Wechsel machen und den Torwart reinnehmen. Elvedi in der Mitte. Wir können auch Elvedi schonen. Wer ist stark fertig? Elvedi. Kondition Frische lässt nach. Fitness 48. Die könnten wir fürs nächste Mal schonen. Wir könnten Palionis in die Mitte nehmen. Wir wechseln mal den Torwart durch. Wir nehmen Reinhard hinten rein. Und sie soll auch seine Einsatzzeiten bekommen. Der Rest bleibt so. So. Jetzt sparen wir Kraft. Gehen in die Taktik. Gehen zurück auf das abgesicherte ruhige Aufbauspielen. Sparen hier Kraft. Leisten uns auch den Luxus beim Pressing 1 runter zu gehen. Ach Gott, dass es hier nicht bleibt. Schauen uns hier nochmal an. Linke Seite ist immer noch leer. Den letzten Wechsel machen wir noch nicht. Zwei Sechs für uns. Schade, dass die Szene nicht gibt. Hätten wir so schön feiern können, ne? Drei Sechs. 6-3 auswärts gewonnen. Prima. Gavril Juk hat wieder traurhaft gespielt. Jett hat es bemerkt, Note 1-0. Reinhard hat immer eine Note bekommen, wichtig für seine Entwicklung. Pantovic hat super cool gespielt, leider eine gelbe bekommen. Elvedi hat überragend gespielt. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Bei Elvedi, der ist kurz vor dem Stufenaufstieg. Eventuell wird sich das jetzt sogar angezeigt. Wer ist denn Mats Jakobs? Freundschaftlich verbunden. Mitgereiste Fans. War quasi ein Heimspiel. Wie haben Sie die Leistung der Mannschaft heute gesehen? Leistung des Sturms? Super. Stürmer zufrieden, Fans zufrieden. Das stimmt ja. Den Rest kann man nicht loben. Ahlen auf Platz 3 der Tabelle. Das ist das Spitzenspiel nächste Woche Spitzenspiel.
Braunschweig gegen Aalen. Ich weiß nicht mehr, wer jetzt bei wem, Heim- oder Spiel oder Auswärtsspiel. Und wir hängen Ingolstadt mittlerweile doch deutlich ab. Ingolstadt hat gespielt, 2-0 in Duisburg gewonnen, aber das reicht nicht. Wir haben die letzten 5 Partien am Stück gewonnen, Braunschweig die letzten 3. Darmstadt ist uneinholbar, das ist die zentrale Aktion hier. Der Zweitplatzierte marschiert direkt durch in die zweite Liga, der Drittplatzierte hat 2 Relegationsspiele. Das ist der Platz, wo wir hinwollen. Und der sieht sehr gut aus bei uns. Kicker lobt uns. Training läuft so. Mann, Teamgeist lässt nach. Vielleicht, weil wir zu viel gewechselt haben. Ich weiß es nicht. Das ist der Stufenaufstieg für unseren Elvedi. Ja, 3 Managerpunkte für uns. Und Elvedi ist jetzt ein 7er. Ganz wichtig, dann können wir ihn nämlich auch problemlos in der nächsten Saison, wenn es mit dem Aufstieg klappt, auch weiter oben weiter einsetzen können. Denn der war bislang nur ein 6er und das ist für die zweite Liga wenig ein 6er, aber damit kriegen wir ihn. Das ist echt super cool. Das ist der Bruder von Nico, sage ich immer wieder gerne. Fanclubs beschenkt, einige Spieler gucken sich das Training der zweiten Mannschaft an. Augsburg will uns verpflichten, Bundesliga-Club. Ich könnte sofort in die Bundesliga gehen. Teamstärke ein paar Nummern besser als bei uns. Aalen! Stufenänderung bei Jugendspieler, Stufe 3. Ein Managerpunkt für dadurch, dass Songüsch Aslan besser geworden ist. Rechter Mittelfeldspieler. Lernt Schnelligkeit. Ist noch ganz jung, 13 Jahre. So, wir pushen. Weiterhin Frederik Renault. Kommen hier an. Heimspiel gegen Braunschweig. Schlüsselspiel. Jetzt unmittelbar. Das nächste Spiel könnte schon. Na, ich weiß nicht, ob es eine Vorentscheidung ist, aber es ist ein 6-Punkte-Spiel. Denen können wir 3 Punkte klauen und wir können 3 Punkte gewinnen quasi. Ne? Wenn wir das gewinnen würden, das Heimspiel gegen Braunschweig. Wenn wir Tabellenzweiter, der Aufsteiger aus Aalen. Schlüsselspiel, jetzt steht's an.